Wir haben ihn das mal hier aufgemalt. Keine Pressekonferenz ohne Karte. So sieht es aus. Sie finden diese Grafik aber auch bald an Ihrer Tankstelle Ihres Vertrauens. Leute, das war der Autogipfel heute bei Robert Habeck. Kein Spaß. Das war der Anfang der Pressekonferenz zur Situation in der deutschen Automobilindustrie. Und Robert, der Kinderbuchautor, er packt einfach eine gemalte Tafel aus. Ich zeige euch später, was da drauf steht. Und dann reißt er hier wirklich diesen Witz, dass es das bald an der Tankstelle Ihres Vertrauens gibt, und schaut ganz ungläubig in den Saal, warum denn keiner gelacht hat. Leute, völliger Wahnsinn ist noch untertrieben für das, was auf dieser Pressekonferenz mal wieder von unserem Bundeswirtschaftsminister, mehr ist er nicht mehr, hier am Scherben zusammenkehren, wieder zum Besten gegeben hat. Wirklich der Beste aller Besten. Hier kommt Robert Habeck, wirklich nur mit den Sahnefilets. Erlauben Sie mir einmal darauf hinzuweisen, dass das für mich quasi eine alltägliche Konferenz war. Mit vielen der Damen und Herren bin ich im permanenten Kontakt, gerade in den letzten Wochen, als sich die Lage um VW zugespitzt hat. Ja, meine Damen und Herren, meine Politik ist so schlecht gewesen die letzten 3 Jahre, dass ich mit den Damen und Herren der Wirtschaft die vergangenen 3 Jahre regelmäßig in Kontakt gestanden habe, um mir sagen zu lassen, wie kurz sie denn vor dem Abgrund sind, damit ich das Rädchen noch ein bisschen enger stellen kann, wenn sie noch nicht genug am Abgrund stehen. Vor allem, wie der Abgrund bei VW auf einmal die Erde aufgerissen hat, da haben wir dann noch öfter Stuhlkreis gespielt. Leute, völliger Wahnsinn ist wirklich untertrieben. Aber jetzt kommt ja unser Künstler Robert mit seiner ach so tollen Grafik, warum E-Mobilität schon heute günstig ist. Wir haben ihn das mal hier aufgemalt. Keine Pressekonferenz ohne Karte, so sieht es aus. Super E10 Diesel Strom, hier steht es, auf 100 Kilometer knapp 5 Euro, hier ein bisschen mehr als 5 Euro im Vergleich zu 10, also pro gefahrene 100 Kilometer spart man 5 Euro. Ich stelle das mal hier vorne hin. Sie finden diese Grafik aber auch bald an Ihrer Tankstelle Ihres Vertrauens. Was für einen Kommentar soll man dazu noch abgeben? Der Autogipfel, schon nicht im Kanzleramt, weil der Kanzler geflüchtet ist aus dem Land nach New York. Da hat er heute sich dann auch geäußert zu Brandenburg. Es ist völlige Katastrophe, Leute. Aber jetzt hängen wir an jede Tankstelle ein Schild, wie teuer doch Benzin ist und Diesel wegen den vielen Steuern von Robert und seinen Freunden der Grünen Partei. Und das soll irgendein Problem lösen. Also, Leute, jetzt zum Beispiel ich fahre ja gar kein Auto. Ja? Wie soll mich denn jetzt dieser Kostenvergleich an einer Tankstelle beeinflussen, damit ich mich dazu bewege, ein Elektroauto zu kaufen? Also ich habe nicht vor, ein Auto zu kaufen, aber wenn Robert es mir quasi fast schenken würde, nein sagen würde ich nicht. Geschenktes Vermögen ist auch Vermögen in meiner Tasche am Ende. Aber sie wollen natürlich alles rückwirkend machen, wenn sie was machen. Und ob sie was machen, sagen sie nicht. Leute, ist kein Spaß, diese 20 Minuten, das war ein Gedankenkarussell von Robert. Denn er ist ja auch Parteipolitiker. Und weil er so ein verantwortungsvoller Minister ist, hat er jetzt mit den Industriebossen, die er ja öfters sieht, wie er gesagt hat, was vereinbart, was er jetzt erstmal mit Olaf und mit Christian besprechen muss. Und wenn er mit Olaf und mit Christian gesprochen hat, sagen die das ihren Fraktionen. Dann weiß es News und die Bild-Zeitung und Welt und Spiegel Online und so weiter. Dann redet man wieder mit den Autobauern, ob denn das in Ordnung ist. Und am Ende geht es wirklich jetzt um Folgendes, das habe ich rausgehört, mit meiner Erfahrung würde ich das so subsumieren. Man möchte jetzt eine Förderung auf den Weg bringen oder irgendeine Möglichkeit, die, wenn möglich, bis 2035 oder sogar länger bis 2050 vom Bund gezahlt wird. Und Robert, er sagt es gleich nochmal, ich habe die Aussage dabei, es geht ihm, selbst wenn jetzt eine Revision der Flottenziele in der EU ansteht, geht es ihm ja gar nicht um die Veränderung des Ergebnisses, es geht ihm trotzdem nur um die Revision, die die Industrie gefordert hat. Es ist ein völliges Hütchenspiel, was sie dort betreiben, ist absoluter Wahnsinn. Und sie wollen eine Förderung, die der Staat durchhalten kann. Also die
der Staat auf Dauer bezahlen kann. Und sie wollen hier eine Abwrackprämie wohl für Verbrennerfahrzeuge im Tausch gegen E-Fahrzeuge. Wie das Ganze jetzt aussehen soll, ich habe keine Ahnung, was sie sich ausgedacht haben in ihrem Stuhlkreis. Aber wenn wir das quasi einmal bis 35 oder bis 50 bezahlen, um quasi den ganzen Autobestand einmal zu fördern, dann können sie auch einfach hingehen und können die Mehrwertsteuer senken auf Elektrofahrzeuge. Wäre wesentlich einfacher, als hier wieder irgendwelche Förderungen auszukippen. Vor allem würden sie dann auch Förderung auskippen, wenn sich irgendjemand sein Trittfahrzeug dann als Elektrofahrzeug tauscht. Da geht es ja immer nur darum, ein Fahrzeug. Nicht wie viele hat man, wie viele braucht man. Aber schaut euch mal an, was der beste Wirtschaftsminister oder besser der Misswirtschaftsminister aller Zeiten hier noch gesagt hat. Hat China eine Wirtschaftsschwäche? Ein Großteil der Probleme der deutschen Automobilwirtschaft liegt am Absatzmarkt in China. Wo ist der Fake News Button? Wo ist der Fake News Button, den der Bürgerrat gefordert hat? Das hier waren Fake News von Robert Habeck. Ich habe hier eine Grafik dabei, lasst euch nicht irritieren. Die Farben sind die Jahre. Blau ist 22, schwarz ist 23 und grau ist 24. Deswegen hört grau auch im August auf. Und das ist der Absatz von Pkw in China von Januar 22 bis August 24. Ihr seht, es ist nicht eine Schwäche ersichtlich. Es gibt minimale Rückgänge oder Zugänge, um jetzt hier mal im August zu bleiben. Wir hatten im August 22 2,09 Millionen verkaufte Fahrzeuge in China, 23 2,26 Millionen und 2024 2,17 Millionen Fahrzeuge innerhalb eines Monates, die in China verkauft werden. Wir sind roundabout bei 2,1 Millionen. Die Zahl, sie schwankt mal um 100, 200.000 nach oben oder nach unten. An dem Groß ändert sich nichts. Robert lügt hier einfach. Es gibt keine Absatzschwäche auf dem chinesischen Markt. Es gibt sie, das was er noch gesagt hat, die Schwäche der deutschen Hersteller auf dem chinesischen Markt. Die Chinesen haben jetzt erst ein Elektroauto vorgestellt für wirklich wenige 1.000 Euro und es wird ihnen wie warme Semmeln unterm Hintern weggerissen. Genau das, was Volkswagen verpasst hat, aber zu den fehlenden günstigen Elektroautos hat er sich überhaupt nicht geäußert. Aber er hat nur Folgendes gesagt. Das Klimaschutzziel da jetzt dem Wirtschaftsteil ihres Ministeriums geopfert. Ja, ich habe gesagt, dass ich Gründe sehe, eine Revision vorzuziehen, die strukturell sind. Ich habe nicht gesagt, Herr Creutzfeldt, dass ich dafür bin, dass wir dadurch die Ziele automatisch schleifen. Er will eine Revision, ohne dass am Ende das Ziel geschliffen wird. Um was geht es jetzt im Einzelnen? Es geht um die EU-Flottengrenzwerte 2019 verabschiedet. Jedes Jahr muss ein erhöhter Anteil an neutralen Fahrzeugen im Bestand sein, damit der flottenweite CO2-Verbrauch im Schnitt sinkt. Jetzt steht für nächstes Jahr hier eine große Strafzahlung in der EU für deutsche Autobauer an, weil sie dieses Ziel wohl offensichtlich verfehlen werden, auch wegen fehlender Produkte, die sie verkaufen könnten, die auf der Nullseite einzahlen, unabhängig davon, dass das ganze System völliger Wahnsinn ist. Jetzt hatte man 2026 eine Revision eingebaut in diesen Mechanismus. Den möchte man jetzt nächstes Jahr machen, damit man nächstes Jahr die Ziele für 25 schon schleifen kann, damit keine Strafzahlungen anfallen. Das Endergebnis will Robert nicht schleifen. Das Endergebnis ist, ab 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zuzulassen. Die Frage ist nur, wie teuer wird der Weg dahin? Und wo wir gerade bei wie teuer waren, das Beste hat Robert sich natürlich zum Schluss aufgehoben, wenn es um das Thema Geld in der Kasse geht. Ja, Sie kennen die Situation des Bundeshaushalts. Da kann ich jetzt erstmal nichts hinzufügen. Da kann man nichts hinzufügen. Ja, außer, dass ihr mit dem vielen Geld, was ihr habt, absolut nicht umgehen könnt. Die Plünderung Deutschlands, sie ist in vollem Gange. Es sind jetzt neue Zahlen rausgekommen, wer Stütze im Alter kassiert. Und ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es geht in die Tendenz des Bürgergeldes. Immer mehr ohne deutschen Pass bekommen das. Wenn dich das interessiert, kommentiere es mal unter dieses Video. Dann mache ich dazu morgen einen extra Beitrag. Ansonsten, was hältst du hier vom besten Misswirtschaftsminister aller Zeiten, Robert Habeck, dem Kanzlerkandidaten der Grünen für die nächste Bundestagswahl? So viele Witze kann ich gar nicht machen, aber wir werden uns noch in einigen Videos über Robert kaputt lachen. Das Schlimme daran ist, bis dahin wird er noch ziemlich viel Schaden anrichten in der Volkswirtschaft und auch Wohlstand und Vermögen von uns vernichten. Damit sage ich ciao, bis bald.